In mehr als 2000 Städten weltweit wollen Demonstranten an diesem Freitag auf die Gefahren des Klimawandels hinweisen. Schon jetzt gibt es immer mehr Extremwetterereignisse. Hitzewellen, Dürren, Stürme, Ernteausfälle. Die Klimakrise bedroht Existenzen, nicht nur in den Ländern des Südens. Die Klimakrise ist auch eine soziale Krise. Wir brauchen ein Umschwenken, einen Systemwechsel. Der Permafrostboden in der Arktis taut auf. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist auf einem Höchstpunkt der Menschheitsgeschichte. So sind Sie heute hier? Weil ich finde, es kann nicht mehr so weitergehen und ich bin das Pillepalle von unserer Bundesregierung einfach satt. Was für konkrete Forderungen haben Sie denn? Eine Verkehrswende, ganz massiv. Also eine Förderung vom Radverkehr, ein Verbot von SUVs, eine Lkw-Maut überall auf allen Straßen, unbedingt Tempolimits, unbedingt. Die A49 im Kleental zwischen Eimsfeld und Niederklein. Heute Morgen haben wir Schüler das umgerechnet, das sind 170 Fußballfelder. Wieso sind Sie denn heute hier? Um zu zeigen, dass der Veganismus auch ein wichtiges Thema im Klimaschutz ist, weil immer noch die Tiere das meiste Treibhausgas verursachen. Und gut, man sieht es ja auch, also einerseits der Regenwald, der abgeholzt wird, aber man sieht es ja auch hier in den Regionen, dass es fast nur noch Felder gibt und das meiste halt einfach für die Tierernährung ist. Kein Weiterbau der A49! Ja, kein Weiterbau! Also, ich bin Jörg und ich komme aus dem Kreis Gießen, aus so einem Kaff entlang der Vogelsbergbahn. Deswegen hier natürlich auch mit verbunden mit den Verkehrsverhältnissen hier. Und bin seit längerem mit Verkehrswendeaktivitäten am Start und liebe es eigentlich, so spektakuläre Aktionen für sehr radikale Forderungen zu machen. Denn um diesen Autoverkehr zurückzudrängen, werden wir uns nicht mit so seichten Forderungen, mal ein bisschen Tempo-30-Zone oder das Schlimmste wäre jetzt der Umstieg auf Elektromobilität. Das nützt ja gar nichts in den Städten. Die nehmen mindestens genauso viel Platz weg. Und deshalb haben wir halt so Forderungen, dass wir halt ein echtes, gutes Fahrradstraßennetz, dass richtig viele Leute dann Bock haben, mit Fahrrad zu fahren, Ausbau, Reaktivierung von Bahnstrecken zum Nulltarif, dass richtig viele Leute dann auf die Bahn und auf Busse umsteigen, Barrierefreiheit, Fußgängerinnenzonen, kürzere Wege und autofreie Ortskerne. Also hier die Debatte jetzt meinetwegen in Alsfeld oder sowas um den Marktplatz oder sowas, ob man da noch Autos rauflässt. Also ich würde nicht über den Marktplatz diskutieren. Hier der ganze Bereich komplett autofrei, damit einfach es attraktiv wird, hier zu Fuß und mit dem Fahrrad hinzukommen. Das wird es brauchen. Und ich glaube, das setzen wir alles auch nur durch, wenn wir Aktionen fahren, die denen richtig wehtun. Wieso sind Sie denn heute hier? Ja, mir ist das wichtig, weil es um die Zukunft nicht nur von mir, sondern von unseren Kindern und Enkeln geht. Und wir sind drei Förster und wir erleben das hautnah, den Klimawandel. Jetzt und hier findet er statt. Uns sterben nicht nur die Fichten ab, sondern mittlerweile auch die Buchen, die hier heimisch sind. Ne? Hessen ist das Land der Buchen, Buchonia. Und selbst diese Baumart, die hierher gehört, stirbt flächig ab. Und das wollen wir nicht kampflos hinnehmen. Die Umwelt zu unterstützen und auch was machen zu können und nicht nur immer vorm Fernsehen das so zu sehen und einfach auch mal was zu tun und zu sagen, hey, wir wollen was machen, es muss sich irgendwas ändern, weil es geht halt so nicht weiter.